Hallo, mein Name ist Luca und herzlich willkommen hier heute zu einem Video auf meinem Kanal, das ich so noch nicht gemacht habe und auf das ich sehr Bock habe. Und zwar spiele ich heute Sketchful.io mit der Lu Crew. Und zwar seht ihr hier schon, dass ich einen Custom Room erstellt habe, wo 8 Leute von euch die Chance hatten, mit reinzukommen. Ich habe das auf Instagram gepostet, den Link. Und ich würde sagen, es geht direkt los und ich muss direkt ein Wort zeichnen. Choose a word to draw. Gips, Ohrring oder Barcode? Ich glaube, ich nehme den Barcode. Ein Barcode zu zeichnen ist halt extrem easy. Man macht einfach so. Zeichnet hier so ein paar verschiedene Stiftchen. Dieses Fenster aus sieht denn so aus? 901. Also das kann man doch erkennen. Klavier. Uga hat's gegessen. Lilly hat's gegessen. Wo ist denn das ein Baum, Matthias? Also ich kann das den Leuten ja auch nochmal einkreisen, dass es halt um das hier geht. Also das ist nicht ein Teil von irgendwas, sondern es geht halt um dieses Wort. Aber das ist jetzt vorbei. Nur zwei Leute haben es erraten. Seleb malt jetzt ein Wort. Das heißt, ich kann jetzt im Chat mitraten. Er weiß, glaube ich, nicht, wie man malt. Seleb. Bruder, was malst du da? Hier oben seht ihr das Wort eingeblendet und er hat alles gelöscht. Es sieht ein bisschen aus wie ein Schneemann, aber das kann nicht passen. Wenn man sich... Digga, was soll das sein? Ich habe absolut keinen Plan, was das sein soll. Irgendwas mit RA zu beginnen, aber da steht halt nichts. Also er malt halt komplett beschissen. Raumanzug, wo ist das denn ein Raumanzug, Digga? Christique ist jetzt dran mit dem Zeichnen, also ich hoffe, dass sie es besser macht. Ist das ein UFO? Nee, das ist ein Schnuller, oder? Nee, ist das ein Pilz? Warte mal. Halt deine Schnauze. Das ist ein Sombrero, oder? Ein Mexikaner? Ich find's auch stark. Ich bin... Mexikaner ist Klaus? Mexiko. Ich bin einfach die einzige Person, die mitspielt. Vielleicht hätte ich es nicht direkt starten sollen mit den ersten 8 Leuten, die gejoint sind. Uga muss jetzt ein Wort malen. Ist das eine Straße? Das sieht sehr aus wie eine Straße. Bahngleis. Hä? Autobahn? Hä? Irgendwas mit Bahn. Bahn. Schiene. Bahnschienen. Schienen. Schienen ist close. Schiene. Oh, Schiene ist close. Hä? 1 hour later. Schienen. Schienen ist doch richtig. Oh. Schienen. Oh. I'm sorry. Frantic Squirrel muss er zeichnen. Ich glaube, der war vorhin schon AFK. Es war eine beschissene Idee, dieses Video. Matthias muss jetzt zeichnen und das Wort hat nur 4 Buchstaben. Das sieht aus wie eine Blume. Oder ist das ein Pilz? Soll das ein Pilz sein? Warte, ich schreibe einfach mal Pilz rein. Man hat ja nicht... Blume? Wo? E am Ende. Blume? Woher haben die alle das Wort? Hä? Oh, Rose! Ach so, oh, das ist doch keine Rose, Digga! Eine Rose sieht so aus, aber nicht so, Brudi! Ey, ich hasse euch, als wenn hier keiner vernünftig malen oder raten kann! Ich werde safe in den Titel einfach, ich hasse euch, schreiben. Lilly muss jetzt ein Wort zeichnen und das Wort hat 7 Buchstaben. Ich weiß nicht, was es sein könnte, vielleicht Löffel? Nee. Nach was sieht denn das aus? Sieht auch aus wie ein Schnuller, ne? Wie heißt das? Gitarre! Gitarre! Es ist... Gitarre? Gitarre? Violine! Verdammt, da hätte ich drauf kommen können! Die zweite Runde startet nun allerdings, meine lieben Freunde. Ich kann mich entscheiden zwischen Tumor, Mayonnaise und Aufkleber. Ich nehme einfach mal Mayonnaise, das sollte ja nicht so schwer sein. Ich starte einfach mal so. So. Das sieht eher aus wie ein Pinsel bisher. Das hier drin male ich jetzt einfach mal gelb. Das hier vorne mache ich mal in Sommton. Und dann mache ich hier unten noch so einen kleinen Mayonnaise-Fleck hin. Lichtschwert, alles klar, Matthias. Wahrscheinlich ist das ein Lichtschwert. Uga! Matthias hat auch das Wort! Ich kick jetzt einfach mal die Leute raus, die hier bisher nichts gerissen haben. Seleb schmeiß ich auch mal raus. Jetzt sind direkt neue Leute reingejoint. Vielleicht wird's ja jetzt ein bisschen spannender. Christique malt auf jeden Fall ein Wort. Es sieht aus wie eine Ente. Nee, okay, es ist nicht Vogel allgemein. Nee, Schwan. Nee, ist das ein... Das ist ein Hahn! Das ist ein Truthahn! Hä? Das ist ein... Truthahn. Nee. Henne?
Adler? Bruder, Matthias, wo ist denn das ein Adler? 3 Wochen später. Papagei! Aua! Aua! Matthias ist dran mit Malen. Das sieht aus wie ein Strichmännchen. Mann. Nee. Frau. Nö. Matthias löscht alles wieder. Wir haben als 3. Buchstaben ein R. Kopf kann es ja auch nicht sein. Brille geht auch nicht. Hä? RD am Ende? Bin ich so blöd? Ja? Ich habe absolut gar keinen Plan. Ich kenne das Wort nicht. Nerd! Spasti! Als nächstes ist Lala hier dran mit dem Malen. Das sieht gar nicht mal so beschissen aus. Und ich könnte... Ist das ein Strauß? Ist das ein Strauß? Ich bin Leonardo DiCaprio! Was schreiben die da denn? KFC, Truthahn, Ente, Vogel, Gans, Giraffe? Wahrscheinlich ist es die Giraffe, Matthias! Was ist... Oh, er schreibt was. Jetski! Ja, Leute, das ist ja nicht cool, wenn ihr das da reinschreibt, ey. Das ist ja nicht der Sinn vom Spiel. Laura malt jetzt auf jeden Fall das Wort und das Wort hat wieder nur... Ich hab's. Es ist der Mond. Was ist denn das für ein Mond? Ich bin wieder dran mit Zeichnen und kann mich entscheiden zwischen Komet, Libelle oder Herkules. Das sind alles 3 richtig bescheuerte Wörter. Ich nehme aber Libelle. Ich habe allerdings überhaupt keine Ahnung, wie eine Libelle so genau aussieht. Ich glaube irgendwie so. 2 Augen. Ein Mund. Die Flügel. Und die Beine. Uga, mein Mann, Alter. Ich weiß nicht, wie ich das anders zeichnen soll. Lala hat's auch noch erraten, aber ey, wie soll man denn eine Libelle zeichnen? Luca, füg mal im Schnitt bitte hier jetzt ein Bild von einer Libelle ein. Gut, mein Fehler. Christik zeichnet jetzt auf jeden Fall. Die könnte mir auch noch gefährlich werden für den 1. Platz. Die ist gerade 3. Das sieht aus wie eine Kerze oder irgendwie sowas. Nee, ich schreibe einfach mal Kerzenlicht, weil Kerze könnte zu kurz sein. Nee, hä? Mit S und mit I? Lippenstift! Nein! Nein, ich war nur 3. aber Hauptsache vor Matthias! Aber finde ich geil. Mittlerweile ist jeder wirklich mit dabei. Keiner ist irgendwie AFK. Ich wusste halt zu Beginn noch nicht, dass ich Leute einfach während des Spiels auch rauskicken kann. Und mir macht das wirklich extrem viel Spaß. Also wenn ich sowas öfter machen soll, dann lasst auf jeden Fall jetzt schon mal ein Like da unter dem Video. Was ist das? Das ist doch jetzt mein Schnuller, oder nicht? Das ist, ein Suppenlöffel. Das ist... Löffel ist close. Warte. Löffel... Teelöffel! Ich rasiere euch komplett, Alter! Ich kriege hier noch einen Herzinfarkt. Ich habe ja vor ein paar Wochen schon mal Scribble.io mit Max und Seppel auf meinem Kanal hier gespielt und das kam auch mega gut bei euch an. Allerdings ist es bei Sketchful.io halt möglich, dass man, dass ich euch einfach den Link poste auf Instagram. Also ich heiße LaserLuca, also folgt mir da, weil dort werde ich die Links dann in Zukunft immer posten. Sag mal, wie... Och, Bruder, schreib das doch nicht hin, was das ist. Ich find's vor allem voll nice, wie ähnlich mein Charakter einfach meinem YouTube-Logo aussieht. Glückwunsch. Aber gut, back to business. Brainy Parkett zeichnet wieder. Der hat ja vorhin das Wort einfach reingeschrieben. Das war nicht so cool. Aber das hier könnte interessant werden. Das sieht auch... Oh, das ist ein Volleyball. Das ist ein Volleyball. Das ist ein Volleyball. Ich war, 1830 habe ich das römische Volleyballturnier gewonnen. Matthias schreibt einfach nur hä in den Chat und der kommt gar nicht klar. Matthias ist einfach 5. Ey, ich würde voll gerne so eine Best-of-Matthias-Zusammenstellung von diesem Video hier haben, was der da für eine Scheiße geraten hat. Das hier ist jetzt auch schon das letzte Bild, das fürs heutige Video gezeichnet wurde. Und zwar hat Zoe das gezeichnet, beziehungsweise zeichnet... Spinne? Das ist doch eine Spinne. Das ist doch eine Spinne. Mit B? Was? Da ist eine Sonne? Das ist... Ist das ein Drache? Nee, Matthias schreibt Spinnennetz. Was? Krabbe?
Eine Krabbe fliegt doch nicht überm Wasser! Das Spiel ist auf jeden Fall vorbei, meine lieben Freunde. Ich habe selbstverständlich den ersten Platz belegt. Glückwünsche gehen auf jeden Fall auch raus an Uga und Christik, die hier den zweiten und dritten Platz belegt haben. Matthias schreibt, Luca, kommt das im Video? Ja, Matthias, du bist definitiv im Video. Und wenn euch das heutige Video hier gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch unter dem Video hier da. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, ob ich das öfter hochladen soll. Und abonniert meinen Kanal, falls es eine wöchentliche Serie eventuell werden soll. So immer einmal wöchentlich Sketchful.io. Luca malt mit der Luke-Crew rum. Nein.